So, hallo Leute, heute will ich euch mal zeigen, wie ich Kopierfräse oder bündig fräse. Und dafür habe ich mir jetzt schon was vorbereitet. Und zwar braucht man ja, wenn man solche Teile kopieren oder bündig fräsen will, braucht man eine Schablone. Habe ich jetzt hier schon mal die Schablone. Das wäre quasi dieses Teil hier. Das kann man natürlich aus verschiedenen Materialien machen, solche Schablonen. Gibt ja auch Schablonen quasi käuflich zu erwerben. Das sind ja dann solche Kunststoffschablonen. Das wäre jetzt eine Schablone in dem Fall aus MDF oder auch HDF. Das ist so ein relativ gleichmäßiger, homogener Werkstoff, der sich leicht bearbeiten lässt mit dem Schleifpapier. Dann gehe ich mal kurz nach vorne und zeige das. Das wäre jetzt quasi die Schablone. Das ist quasi eine frei erfundene Form. Aber ich denke, da sind alle möglichen Formen dran, die man da so fräsen kann. Und die Materialstärke wäre jetzt in dem Fall, glaube ich, so 5 bis 6 mm. Jetzt kommen wir noch zu dem, was man nicht verwenden sollte. Das wäre jetzt in dem Fall Bahnplatte oder auch, was auch schlecht wäre, wäre zum Beispiel, wie heißen die jetzt? USB-Platten, genau. Also da das Kugellager, das ist jetzt hier in dem Fall ein Bündigfräser. Das obere Kugellager läuft dann quasi auf der Schablone. Und da sieht man ja auf jeden Fall die ganzen groben Holzbestandteile von dieser Spanplatte. Und wenn da irgendein Span oder irgendwas raussteht, weil das nicht so fest gebunden ist, dann kann es sein, dass dieses Kugellager auf diesen Span nach oben geht und dann das eben solche Macken dann hinterlässt in dem späteren Werkstück. Und eben die Stärke, da sollte man halt dann aufpassen, dass man dann im Endeffekt den Bündigfräser genau anschaut, wie hoch das Kugellager ist und dementsprechend dann auch sein Material in der Materialstärke für die Schablone wählt. Und die Schablone, die tue ich dann ganz normal aussägen mit der Bandsäge. Theoretisch könnte man auch eine Laubsäge verwenden oder eine Dekupiersäge. Das würde auch gehen. Und wenn man das dann soweit ausgeschnitten hat, dann muss man natürlich diese Schnittkanten alle sauber schleifen. Und wenn man das dann soweit hat, da habe ich mir eine Glasplatte genommen und habe dann die Schablone nochmal von beiden Seiten geschliffen, sodass die dann später auf dem Werkstück auch sauber und plan aufliegt, die Schablone. Und dann habe ich mir natürlich das Werkstück auch nochmal grob ausgeschnitten. Das sieht man ja jetzt hier einmal die Kopie und einmal die Schablone. Und dann kann ich quasi die Schablone auf die Kopie legen. Und dann sieht man ja, dass jetzt hier noch überall so ungefähr 3, 4, 5 mm noch abstehen von dem Werkstück. Und dann muss ich quasi jetzt mit dem Kugellager entlang der Schablone fahren und diesen Überstand dann abfräsen. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie ich diese Schablone dann auf das Werkstück befestige. Da gibt es dann im Endeffekt zwei Methoden, die man da wählen kann. Das eine wäre quasi doppelseitigen Klebeband. Das Problem ist aber bei diesem Klebeband, dass das zwar hält und manchmal sogar auch mehr, als man eigentlich will. Und wenn man jetzt die Schablone wieder lösen will vom Werkstück, kann es passieren, dass man entweder die Schablone beschädigt oder das Werkstück. Beides will man natürlich nicht haben. Deshalb hat sich da was anderes so durchgesetzt. Das ist im Endeffekt Klebeband, also Kreppband. Ich will jetzt hier mal ein relativ dünnes verwenden. Das sind, glaube ich, 15 mm. Dieses Kreppband muss man dann auf die Schablone als auch auf das Werkstück aufkleben. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Und dann würde ich sagen, dass ich drei so Streifen draufklebe von diesem Kreppband. Und da ist es dann eben so, dass ich dann auf der Schablone ebenso an denselben Positionen dieses Kreppband kleben muss. Und dann muss ich halt versuchen, die Positionen auch zu treffen. So, und wenn man das dann jeweils an Werkstück und Schablone dieses Kreppband befestigt hat, dann nimmt man sich einen Sekundenkleber. Eine Seite, egal auf welcher, kann man dann den Sekundenkleber auftragen und kann dann auf das Werkstück die Schablone dann quasi aufkleben. Muss man natürlich aufpassen, dass man da schon mal die Position richtig trifft, weil man kann dann nichts mehr verschieben. Das geht dann relativ schnell. Ja, das war's. Das heißt, wenn man sich da einmal verklebt hat, dann muss man es halt wieder lösen und wieder neu
mit Kreppern das Ganze positionieren. Was man jetzt in dem Fall noch machen kann, ich habe jetzt hier leider nur den Sekundenkleber. Es gibt auch noch einen Aktivator, das ist so ein Spray. Da kann man quasi auf die eine Seite vom Werkstück, auf das Kreppband, den Sekundenkleber auftragen und auf der anderen Seite dann Aktivatorspray, das einsprühen und dann bindet dieser Sekundenkleber schneller ab. Und so würde das dann quasi ausschauen, dass jetzt hier in dem Fall vorne die Schablone ist und hinten ist das Werkstück. So, dann würde ich sagen, dann lasse ich die Schablone erstmal den Sekundenkleber abbinden. Das geht ja eigentlich auch relativ schnell, aber in einer Sekunde ist es damit nicht getan, wie es immer in der Werbung heißt, Sekundenkleber. Deshalb würde ich sagen, widmen wir uns mal dem Frästisch. Den habe ich ja jetzt schon längere Zeit und da habe ich jetzt im Endeffekt zwei Sachen verändert, was auch im Endeffekt diesem Schablonen- oder Bündigfräsen geschuldet ist. Oder ich habe mir zumindest das eingebildet, dass ich das quasi nochmal verändern will und dass ich jetzt quasi dieses Bündigfräsen oder Kopierfräsen oder auch im Endeffekt hier innen solche Aussparungen, wenn ich fräsen will, will ich einen anderen Fräsanschlag verwenden als den jetzt hier, den man jetzt hier quasi sieht. Weil dieser Fräsanschlag ist eigentlich mehr so dafür, finde ich eigentlich eher dafür, dass man jetzt irgendwelche Nuten oder Falze an Brettkanten fräst, also quasi Fräser ohne Anlaufkugellager. Und die Fräser, die jetzt hier in dem Fall alle ein Kugellager haben, das wären jetzt quasi Fräser mit Kugellager und die wären ja eigentlich so ähnlich wie der Bündigfräser, dass die ein Kugellager haben und da bräuchte man eigentlich solch einen Fräsanschlag nicht. Deshalb würde ich sagen, dass ich den mal auf die Seite lege und euch dann zeige, was ich mir da gebaut habe. Bevor ich aber das mache, will ich noch auf was Grundlegendes eingehen. Das ist ja quasi selbst gebaut, diese Tischfräse. Die kann man in die Vorderzange einspannen. Da habe ich auch so einen Schalter verbaut, so einen Nullspannungsschalter heißt der, glaube ich. Das ist quasi so ein Sicherheitsschalter. Den sieht man jetzt in dem Fall nicht mehr. Da habe ich mir vorne so eine Klappe hingebaut zum Ein- und Ausschalten. Ich denke, so müssten wir es erkennen. Der Sicherheitsschalter, der sich dahinter verbirgt. Der Vorteil, was jetzt das Ganze bringt, ist, dass ich im Endeffekt mit dem Oberschenkel oder auch wenn ich eine Hand frei habe, kann ich da draufhauen. Wenn es aber nicht der Fall ist, kann ich mich ja hinstellen und kann dann mit dem Oberschenkel den Schalter quasi ausschalten, sodass die Maschine dann stoppt. Und sobald man den Hebel wieder zu sich herzieht, kann man wieder den grünen Knopf, den Einschalter, wieder betätigen. Und so habe ich mir dann eben zeitgleich gedacht, dass ich das auch, dass es auch eine sinnvolle Ergänzung wäre jetzt hier für den Frästisch. Das wären jetzt im Endeffekt die zwei Teile zum Bündigfräsen oder Kopierfräsen. Im Endeffekt wäre das jetzt hier eigentlich auch eine Art Anschlag, ist es im Endeffekt aber nicht. Das ist eigentlich nur eine Absaugposition. Also der saugt quasi die Späne, die durch die Gegend geschleudert werden, saugt dann dieser Anschlag dann ab. Und im hinteren Bereich, das ist dann dieses Teil, das wäre dann ein Fräs- oder Fingerschutz. So, und das wäre quasi dann der Anschlag, den ich mir da gebaut habe. Und dieser Anschlag ist im Endeffekt so aufgebaut, dass der aus einer 30 mm Küchenarbeitsplatte, also Massivholzplatte, besteht. Und wenn ich die jetzt umdrehe, dann sieht man eigentlich schon die einzige Funktion, die er eigentlich hat. Das ist quasi eine Absaugung, damit er die Späne, die da herumgeschleudert werden, besser absaugen kann. Und auf der anderen Seite befindet sich quasi der Anschluss für den Staubsauger. Und dann drehe ich das mal auf die Unterseite. Und dann denke ich, müsste man es eigentlich erkennen, da habe ich zwei Kanäle reingefräst. Von der Seite quasi der Staubsauger angeschlossen. Und da sind jeweils zwei Kanäle. Einmal quasi im rechten Winkel zum Fräser, weil hier würde sich dann der Fräser befinden. Und da ist nochmal ein Kanal, den ich nachträglich nochmal eingefräst habe. Und so habe ich mich dann eben jetzt in dem Fall, wie man es jetzt hier sieht, für diese zwei Kanäle entschieden. Habe das aber jetzt im Nachhinein nicht nochmal probiert mit dem zweiten Kanal. Das heißt, das werden wir jetzt dann beide live sehen, ob das dann auch nochmal einen Effekt hat.
Okay. Wenn man das dann befestigt hat, dann habe ich oben eine Absauganlage. Dann kann man quasi diese Vierkantstange, das ist eine ganz normale Eisenstange, quadratisch 15 mal 15 mm. Die kann ich dann quasi an meinem Anschlag auch verwenden. Da habe ich auch wieder eine Aussparung. Da kommt dann diese Vierkantstange rein. Dann kann man das oben wieder befestigen, diese Vierkantstange, und kann dann diesen Fingerschutz, den ich extra dafür gebaut habe, dann wieder auf die Stange befestigen. So, jetzt habe ich soweit den Fingerschutz installiert. Das Ganze ist ja so, dass ich jetzt hier seitlich jeweils zwei so Schrauben habe. Und diese Schrauben sind im Endeffekt Inbusschrauben mit einem 5er Inbus. Der werde ich wahrscheinlich hier, wie jetzt hier im Vordergrund sieht man so eine Flügelmutter, die werde ich wahrscheinlich da auf diesen Schraubenkopf aufschweißen, damit ich quasi werkzeuglos die Höhe von dieser Plexiglasscheibe verstellen kann. Jetzt habe ich vorhin schon mal den Fräser installiert. Jetzt fahre ich mal den Fräser nach oben. Den sieht man jetzt hier. Wenn man sich die Höhe jetzt einstellen will, dann ist es so, dass man quasi das Werkstück und die Schablone auf den Tisch auflegt, dass das Kugellager dann auch wirklich auf der Höhe der Schablone ist. Das wäre jetzt im Endeffekt der Fall, so dass ich denke, das müsste man ja sehen, dass jetzt quasi die Schneide noch so einen Millimeter übers Material ragt. Und das Lager vom Bündigfräser hat auf jeden Fall noch genug Auflagefläche, um an der Schablone entlang zu fahren. Und was jetzt noch fehlt, ist quasi der Fingerschutz, den ich dann noch absenken muss. Kann ich ja mal die Schablone so drauflegen und dann kann man die beiden Schrauben lösen vom Fingerschutz. Kann man dann quasi absenken und dann würde ich das wieder so 2, 3 mm nach oben stellen und befestigen auf beiden Seiten. Das schaut jetzt in dem Fall gut aus. Und dann würde ich sagen, nachdem ich das jetzt hier alles eingestellt habe, dann könnte man eigentlich diese Schablone oder besser gesagt das Kopierfräsen eigentlich mal probieren. Man hat jetzt einigermaßen erkennen können, was ich da so gefräst habe. Jetzt ist vorhin die Kamera noch mal kurz ausgegangen, der war es etwas zu warm. Und ich muss prinzipiell sagen, es hat funktioniert. Was aber wegen problematisch ist, ist das MDF als Werkstück. Also prinzipiell sieht man ja, es hat funktioniert. Leichte Holzfasern sieht man jetzt hier außen noch. Die lassen sich aber leicht wegschleifen. Aber man sieht im Detail, wenn man reinschaut, immer so leichte Holzfasern zwischen der Schablone und dem Werkstück. Jetzt kommt aber erstmal das Wichtigste an der ganzen Operation. Das ist quasi, dass ich jetzt hier in dem Fall wieder die Schablone von dem Werkstück löse. Dann nehme ich jetzt mal so ein handelsübliches Teppichmesser und versuche mein Glück, dieses Teil wieder lebendig runterzubekommen. Oder eigentlich sollte das ja funktionieren. Okay, das Teppichmesser steckt schon mal drin. Ja, okay, Plan B. Das hört sich schon mal gut an. Da ist schon mal die abgebrochene Klinge. Und das war jetzt quasi der Sekundenkleber-Papier-Kreppbandkleber-Trick.
Also ich muss sagen, die Schablone wäre ja das in dem Fall. Die hat auf jeden Fall auf der Rückseite so gut wie gar nichts abbekommen beim Lösen von dem Kreppband. Und hier sieht man jetzt ein bisschen Sekundenkleber, der da ausgetreten ist. Das war wahrscheinlich etwas zu viel, aber das ist jetzt in dem Fall nicht weiter tragisch. Jetzt müsste man sehen, da sieht man ganz minimale Ausfranzungen. Quasi zwischen, das war quasi die Seite, wo die Schablone aufgelegen ist. Ganz minimal. Und eben so kann man eine Glasplatte nehmen und dann die Fläche nochmal eben schleifen. Also das funktioniert. Wie es natürlich jetzt mit Massivholz ausschaut als Werkstückmaterial oder Multiplex, kann ich jetzt in dem Fall leider nicht sagen. Das Problem liegt nämlich mehr am Fräser, da dieser Bündigfräser nur eine Arbeitslänge von 13 mm hat. Das ist, glaube ich, jetzt ein MDF mit 10 mm Stärke. Und da habe ich jetzt eben kein Material in dieser Stärke. Und da müsste ich mir auf jeden Fall noch einen Bündigfräser kaufen, der etwas mehr Arbeitslänge hat als diese besagten 13 mm. Ich denke, so ein Fräser, der so 25 mm Arbeitslänge hat, da kommt man dann schon relativ weit, wenn man irgendwas kopierfräsen will. Dann will ich noch mal kurz zeigen, wie gut das die Absauchung funktioniert hat. Und hol dann die Kamera her. Man sieht jetzt hier eigentlich nur ganz wenig vereinzelte Späne. Also das ist eigentlich alles, was da übrig geblieben ist. Also hier ein paar Späne, dann auf der gegenüberliegenden Seite hier ein paar Krümel. Und natürlich da unten, ich habe jetzt quasi die untere Absaugung nicht eingeschaltet, sondern der Schlauch ging jetzt primär nur über die Absaugung von diesem Anschlag. Aber ich muss sagen, das Ergebnis, das ist eigentlich nichts. Also für das, was ich jetzt da weggefräst habe, ist quasi das Material, dieser kleine Haufen. Also kann ich eigentlich mit dem Ergebnis, so wie das jetzt im Großen und Ganzen gelaufen ist, sehr zufrieden sein. Und auch das Bündigfräsen hat ja in dem Fall super geklappt. Das heißt, das könnte ich öfters mal solche Sachen machen, dass ich mir irgendwelche Schablonen baue und dann je nachdem, was für ein Projekt das man hat, dass man dann diese Schablonen verwendet, um Teile bündig zu fräsen. So, dann würde ich sagen, das war es jetzt eigentlich soweit zu diesem Kopier- und Bündigfräsen. Was natürlich noch fehlt, das sind jetzt solche Pushblocks, die will ich mir dann auch noch später bauen, damit ich diese inneren Aussparungen auch noch fräsen kann. Dann hoffe ich, das Video hat euch soweit gefallen und ich habe euch den ein oder anderen Einblick zeigen können, was ich mir da so ausgedacht habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir ja gerne einen Daumen da lassen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß in eurer Werkstatt. Tschüss!